Kyros Overbeck, die Ereignisse in Thüringen gestern haben gerade hier in Duisburg zu einer Demonstration geführt. Aber ich glaube, nur mit einer Demonstration ist das nicht getan. Wie ist denn so deine Reaktion auf das, was da gestern passiert ist? Ja, ich habe 2018 in der Esenser St. Magnus-Kirche offen davor gewarnt, dass wir lebendigen Nationalsozialismus in Deutschland haben. Wir haben sicherlich eine sehr breit gefächerte Erinnerungskultur. Wir sehen, dass diese bei weitem überhaupt nicht ausreicht, um die Menschen vor Nationalsozialismus, Antisemitismus, Nationalismus und Neofaschismus zu warnen. Wir müssen dringend aufklären über die Tätigkeiten der rechtsextremen Verlage, ob das Grabert Verlag ist, Munin Verlag, Nordland Verlag. Wir haben Bereiche wie jetzt Thüringen, in denen schon in den 30er Jahren die deutschen Christen extrem antisemitisch aufgestellt den Kaiser Wilhelm wiederhaben wollten, Adolf Hitler unterstützten, im Gegenzug dann die bekennende Kirche mit Dietrich Bonhoeffer. Ich denke, dahin sollten wir uns orientieren. Auch Kirche, wir stehen ja nun auch gerade hier vor der Liebfrauenkirche in Duisburg, dass Kirche einen wichtigen Beitrag leisten kann zur Nächstenliebe, zur Barmherzigkeit, ein ganz wichtiger Aspekt des Christentums. Das, was ihr dem Geringsten unter euch angetan habt, habt ihr mir angetan. Also kann ich ja nur einfallen, als das christliche Bekenntnis zur Nächstenliebe, zu einer Gesellschaft, die plural ist, die demokratisch orientiert ist. Und das können unsere Parlamentarier nicht schaffen, das kann auch der Staatsschutz alleine nicht schaffen. Die bürgerliche Mitte muss sich jetzt aufraffen und ganz klar ein Bekenntnis für unsere Demokratie ablegen, für Gewaltfreiheit ablegen, für ein Deutschland, vor dem andere Länder keine Angst haben müssen. Da gab es aber gestern gerade diesen Begriff der bürgerlichen Mitte, der verschiedenste FDP-Politiker sogar im Nachhinein noch dazu bewogen hat, zu sagen, man konnte ja einen Kandidaten der Mitte nicht wählen. Naja, für das, was andere sagen, bin ich nicht verantwortlich. Ich bin ja nur für das verantwortlich, was ich sage. Jeder muss das vor seinem Gewissen verantworten, was er sagt. Wir sehen die Entwicklung in unserem Land. Und wenn wir zukunftsfähig und friedensfähig bleiben wollen oder werden wollen, dann bedarf das sicherlich noch großer Anstrengungen, auch gerade im schulischen Bereich. In den 90er Jahren ist leider damit aufgehört worden, wichtige Fächer wie Politik, Geschichte, Kunst und Musik so ernst zu nehmen, dass man sie nicht vom Lehrplan nimmt. Da sage ich lieben Gruß nach Berlin. Wir sollten darauf achten, dass gerade diese Fächer, die politische Aufklärung betreiben, wie eben Geschichte oder Politik oder Erdkunde, fester Bestandteil an unseren Schulen sind und die Schule als Wiege der Demokratie begreifen. Die CDU hat bisher immer noch keine klare Position bezogen, ob der Landtag in Thüringen aufgelöst wird. Sie ist aber das Zünglein an der Waage letztendlich, ob das passieren wird oder nicht. Und wie ich höre, sagen schon selbst SPD-Abgeordnete, es könnte zu einem Bruch der Großen Koalition führen. Nun, wenn die CDU christlich ist und die SPD sozial, treffen sich beide in der Bergpredigt. Und wenn wir uns daran halten, Schwerter zu Pflugscharen zu gestalten, dann sehe ich Zukunft für unser Land. Wir sollten uns besinnen, wir leben nach 1945. Leider haben viele vergessen, wie es 1948 in Deutschland aussah. Wir hatten den großen Hungerwinter. Millionen Menschen sind erfroren. Millionen Menschen hatten Verluste in ihren Familien zu beklagen, weil sie in Auschwitz, Bergen-Belsen oder an den Fronten umgebracht worden sind. Ich denke, diesen deutschen Friedensauftrag nach 1945 in den Mittelpunkt zu stellen, sollte wieder Mittelpunkt unserer Politik sein. Kyros Overbeck, vielen Dank.